Taki meinte, der hat ein unnormal geiles Lied für uns. Alles gut? Nice. Hier hinten wird's gefeiert. Wir haben es uns jetzt hier gut gehen lassen. Schön Steak gegessen. Steak kostet so ungefähr 50 das Stück. Und jetzt werden wir mit Chuseib aussuchen, wer alles bezahlen muss. Seid ihr ready? Mehr als ready. Wir haben jetzt hier zweimal die Chuseib. Und wir werden jetzt zwei Loser aussuchen. Und die spielen dann 1v1. Okay, seid ihr ready? Ja! Erin und Fischer. Erin und Fischer. Der eigentlich gar nicht mitmachen wollte. Kann man noch so. 1, 2, 3. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Ja! Ja! Ich mache nie wieder diese Scheiße mit. Der wollte wirklich nicht, der wollte auf gar keinen Fall. 339,10. Schmeckt. Aber du gibst auch gut Trinkgeld, habe ich gehört, ne? Ja. Wieso meint der Fischer? Kann mir das mal jemand erklären? Eigentlich hätte ich jetzt Bock gehabt, bei Five Guys was essen zu gehen. Leider sind wir auf dem Trip ja nur 4. Schade. Heute gibt es hier eine kleine Grill-Session bei mir. Es wurde aufgetischt, Mo auch dabei. Schön am Futter. Hier, Grillmeister Boris hat alles unter Kontrolle. Jahrelange Erfahrung, ihr wisst Bescheid. Bei mir ist immer alles lecker und sicher. Hey, warte, kein Problem, ich hab da einen Feuerlöscher. Scheiße! Digga, was passiert hier? Danke dir, Digga. Kann man noch essen, oder? Mo, Steak ist fertig. Leute, ich lieg den ganzen Tag faul auf der Couch rum, aber ich hab keinen Bock mehr darauf. Ich will was ändern. Ich will jetzt Gym durchziehen. Alles klar, ich bin jetzt vorm Gym. Wie ihr seht, es ist 22.39 Uhr. Let's do this. So, Training beendet. Wir haben gut durchgezogen. Kann man sich jetzt auch erst am Proteincheck gönnen. Oha, wer hat sich denn hier mein Schlafzimmer geschlichen? Tschüss. Ey, sag mal, sieht man schon, dass ich trainieren gehe? Dass ich jetzt Gym durchziehe? Das könnte ich auch mal machen. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere noch an das wunderschöne Auto, was wir unserem Kameramann Tom damals geschenkt haben. Und zwar das hier. Das wollte er irgendwie nicht haben, wollte er nicht annehmen. Finde ich immer auch ein bisschen undankbar von ihm, weil das ist wirklich eine Premium-Karre. Das einzige Problem ist jetzt, die stand hier die ganze Zeit auf so einem Stellplatz. Aber die muss jetzt hier weg. Was mich bei dem Auto ja wirklich von Tag 1 überzeugt hat, ist die Sicherheit. Und zwar der Diebstahlschutz. Damit das keiner klauen kann, gibt es hier auf der Fahrerseite gar keine Türklinke. Das ist einfach nur Premium. Mal sehen, ob der Wagen überhaupt noch anspringen würde. Nice. Warum nimmst du dein wunderschönes Geschenk eigentlich nicht an? Ja, das ist eine gute Frage. Sehr ehrlich, hättest du gedacht, dass wir immer noch mal hier drin sitzen zusammen? Ja, ich habe nur gehofft, dass du das Auto auch fährst und nicht abgeschleppt wirst, Mann. Ja, ready. Was? Haben wir sie gelöst? Ja. Du darfst da nicht ins Auto reinkrachen. Ja, ich denke. Oh. Ja, scheint zu funktionieren. Scheint zu funktionieren. Und wie ist die Experience? Ich bin schon wieder am Schwitzen, Alter. Jetzt zieh durch. Junge, Junge, Junge. Wie kann man so ein geiles Auto nicht haben wollen, Mann? Ey, warte, ich will wieder rein. Gib Gas, Mo, gib Gas. Wir wollten hier den Wagen bei einem Kollegen vom Mo abstellen, aber der Typ ist so ein Held, der ist einfach zum falschen Hof gefahren. Und jetzt müssen wir den hier rückwärts rausschieben. 1, 2, 3. Ja, warte. Ja! So schiebt den Wagen ganz alleine einfach. Yalla, yalla, yalla! Schneller, schneller! Yvonne war mal wieder auf TikTok unterwegs, wie jeden Tag, und hat dieses Video hier gefunden. Und du meinst, wir schaffen das safe? Locker! Oh, ich bin eh Sportskanone Number One und du an dir scheitert.